auch dich. Gefällt mir und teilen klicken reicht diesmal nicht. In diesem Jahr haben wir die Kampagne Volksentscheid bundesweit gestartet, um in allen 299 Wahlkreisen mit unserem Thema, nämlich dem bundesweiten Volksentscheid, ins Grundgesetz zu bekommen, präsent zu sein und in die Öffentlichkeit zu kommen und an den Politikerinnen und Politiker. Und es geht darum, wir wollen in jedem Wahlkreis mindestens einen Aktiven haben, der durch kleine Aktionen zum Erfolg dieser Kampagne beiträgt. Das kann zum Beispiel sein, auf unserer Internetseite sich den Kandidatencheck anzugucken, in seinem Wahlkreis zu schauen, welche der seiner Direktkandidierenden haben schon unsere Fragen beantwortet, und wenn ich sehe, da ist jemand, der hat noch nicht geantwortet, dann kann ich ihm eine E-Mail schreiben, ich kann in sein Wahlkreisbüro gehen, in seine Sprechstunde, ich kann ihn an einem Infostand besuchen. Dann kann man Unterschriften sammeln für den bundesweiten Volksentscheid, zum Beispiel auf der Straße, wo man auf seinem Platz, wo man sich auskennt, mit anderen zusammen in deiner Umgebung zum Beispiel. Vielleicht habt ihr auch Lust, mit euren Direktkandidierenden einfach mal ins Gespräch zu kommen. Da bieten sich an Infoveranstaltungen von den Parteien, da bietet sich eine Bürgersprechstunde an oder auch eine Podiumsdiskussion, wo man gleich alle Direktkandidierenden auf einem Haufen versammelt hat, und dann kann man sie einfach auch mal fragen, wie stehst du denn zum bundesweiten Volksentscheid? Wenn ihr besonders kreativ und mutig seid, könnt ihr vielleicht eine Demokratiebaustelle aufbauen und ausgerüstet mit Helmen, mit Schaufeln, mit Betonmischer zeigen, dass es eben auch unsere Demokratie noch Baustellen aufweist. Wir helfen euch bei allen Fragen, die ihr da habt. Wir sind vor allen Dingen auch on Tour. Wir sind in über 80 Städten mit unserem Demokratiewürfel und mit unserem auflassbaren Grundgesetz vor Ort auf euren Marktplätzen, in eurer Fußgängerzone, und da brauchen wir auch Unterstützung noch. Im Internet sind die Termine und die Standorte zu sehen, wo ihr uns konkret unterstützen könnt. Für die Wandervögel unter euch haben wir den aufrechten Gang. Der aufrechte Gang, das sind 675 Kilometer für die Volksabstimmung. Der aufrechte Gang startet am 17. August in Hattingen, geht über Paderborn, Magdeburg, Potsdam und endet zu den Koalitionsverhandlungen in Berlin. Wenn ihr bei der einen oder anderen Etappe dabei seid, dann freuen wir uns. Wenn du noch Ideen und Anregungen zur Aktion brauchst, dann schau doch einfach mal in unseren Blog. Da berichten viele Leute, die bei uns in der Kampagne aktiv werden, von ihren tollen Sachen, und vielleicht schreibst du den nächsten Bericht. Das gesamte Material, was du für deine Aktion brauchst, kannst du auf unserer Seite kostenlos bei uns bestellen. Wenn du bei deinen Aktionen nicht allein sein willst, dann melde dich bei uns. Wir bringen dich mit den Menschen in Kontakt, die in deiner Umgebung auch für mehr Demokratie aktiv werden wollen. Egal wo du wohnst, wir haben für jedes Bundesland einen Ansprechpartner, der dich bei deinen Aktionen unterstützt. Hallo, ich bin der Jan vom Wahlkreisteam. Schön, dass du dabei bist. Fangen wir doch gleich an, oder? Ja, klar.